Also auch hier wieder ganz bequem, nicht am Bauch zumachen in der Taille und dann umdrehen und dann brauchen euch eure Behaarung. Ja, ja. Ich sage ganz einfach, um den Bauch nach vorne, dann rumdrehen und reinschlüpfen. Genau. Aber hier ganz einfach reinschlüpfen und vor allem nochmal, hinten, wie oft ärgern wir uns darüber, dass unter weichen Jersey-Stoffen immer der Verschluss zu sehen ist, immer nicht durchdrückt. Also das war uns sehr, sehr wichtig. Es ist eine wirklich weich. Ja, wir können es auch immer hier an unserem Doro zeigen. Also du bist ja eine Augenweide, liebe Doro. Das ist ja erstens mal sowieso schon bei dir immer der Fall normalerweise. Und das ist wirklich ein neues Lebensgefühl. Der Bralleluja ist ein neues Lebensgefühl. Ich habe es erst überhaupt nicht gedacht, dass man vergisst, dass sie wirklich, er ist so gemütlich wie ein Sport-BH. Aber immer ein. Und sie haben immer hier so einen Rand irgendwo, wo sie sagen, da ist einfach das Bindegewebe nicht stark genug. Ja. Hier haben wir durch diese angesetzte Strumpfhose einen soften Übergang. Ja. Und egal wie weich ihr Bindegewebe ist, hier wird sich niemals etwas durchdrücken. Niemals. Also ich kenne das schon. Schön aus. Es sieht auch nicht schön aus, ganz genau. Deswegen hat sich Sarah Black hier was ganz Tolles einfallen lassen und einfach diesen super Footless Shaper, der toll ihren Bauchhosen anziehen. Merkt es niemand. Und das ist wirklich ein tolles Produkt hier aus der Empowerline. Das ist nochmal eine stärkere Linie. Die hat nämlich dieses V-förmige, was Sie hier vorne sehen. Das ist ein ganz, ganz schönes auslaufendes Bündchen. Und der Preis ist Versandkosten. Genau, hier nochmal eine bisschen leichtere Fadenspannung im Bereich des oberen Pros und eine stärkere. Zu tun, es gibt einfach auch Körperbauten, wo Sie auch mit normalen. Der Oscar-Verleihung, da können Sie sich natürlich nicht komplett nicht im Kleinen. Komplett bis nach oben ziehen. Eine schöne ganz Möglichkeit klar. Für Sie, also wer es benutzen möchte. Und es hält wunderbar, es krabbelt weder nach oben noch nach unten noch sonst. Irgendwas. Es ist gar nicht. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Fall. Das muss so gewesen sein, oder? Das war nicht bequem. Und das ist wirklich etwas, können Sie den ganzen Tag tragen. Es ist gesund, weil eben die Blutzirkulation nicht unterbrochen und wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schlimm. Ist das wirklich etwas, was Sie 10-jährigen Models. Okay. Aber, ne, oder? Aber weißt du was? Ganz im Ernst. In Berlin war auch ein Model, die hat mir erzählt, sie kann nie andere Shaper drunter tragen. Da hat sie immer Probleme damit. Sie trägt nur Spanx. Sie hatte dann ihre vergessen. Ich habe ihr eine gegeben, habe sie nie wiederbekommen. Also, die kriegst du auch nie wieder. Das ist es, was ja, meine ich gelernt Liebe. Das habe bei Spanx, dass ich wirklich jede Frau über Spanx freut. Deswegen siehst du immer so einen kleinen Karren voller Spanx hinter dir her. Weil nämlich alle sofort sagen, oh, die Konstanze ist im Haus, hurra. Natürlich eine Sensationsfigur, das wissen wir alle. Liebe Konstanze, unser Frankie, unser Producer, sagt gerade, dann werde ich wohl die Heidi Klum anrufen müssen, damit du dann wirklich nur sagen, es ist ihr süßes Geheimnis. Und jetzt mal ganz im Ernst, das sieht doch schön aus. Das ist doch nicht so, dass wir sagen, oh Gott, hoffentlich erwischt mich da mein Mann nicht drin. Das ist eine schöne. Wenn das der Popöchen so immer alles ein bisschen mitwackelt, da fühlen wir uns auch nicht. Auch ein Tragekomfort, liebe Zuschauer, weil wir haben keinerlei Nähte und die Doro steht schon bereit. Die Doro zeigt uns nämlich jetzt, wie es dann wirklich getragen aussieht. Ja? Und dann haben Sie nämlich jetzt mal eine Vorstellung. Untertragen. Ich erkläre das jetzt mal hier. Mhm. Wir haben hier oben angefangen. 60 Bestellungen bereits bei uns eingegangen. Und liebe Zuschauerinnen, es ist heute erstmalig ein solch günstiger Aktionspreis von nur 39,98 €. Die Hautvariante, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, warum die der Favorit ist, weil die geht natürlich unter allem. So, und ich komme jetzt noch mal zur Doro und darf auch mal so ein bisschen das Geheimnis jetzt hier drunter lüften, weil im Grunde genommen ist die ja angeordnet, die manchmal sogar noch im Teenageralter sind. Also das sind Problematiken, die wirklich jeder kennt. Ganz, ganz egal in welchem Alter und vor allem auch völlig egal von welcher Konfektionsgröße wir hier reden. Wir haben einfach ein leichteres, also Spitzensportlerinnen, die einfach so ein leichtes Bindegewebe haben, dass sie dann einfach auch zu schönen Events, also Spanx drunter tragen. Sie müssen sich jetzt nicht grämen, dass sie irgendwie zu wenig Sport treiben. Die sind einfach anders konstituiert als die Männer. Mhm. Und das ist zum Beispiel jetzt hier was Wunderschönes. Wir haben hier eine stärkere Stützzone im Bereich der Reiterhosen. Der Po wird toll angehoben, die Hüften schön akzentuiert und man sieht es hier schön von vorne jetzt hier, genau, der Po einfach wunderschön geformt jetzt und wir sieht es hier von vorne diesen extra starken Bauchformer hier bei dieser Spanx in Powerline und auch dieses Oberschenkelreiben wird vollkommen minimiert, weil es auch ein Stoff ist, der richtig aneinander. Spanx Super Footless Shaper und auch das Produkt zum Beispiel, das auch Jessica Alba unter ihrem Catsuit anhatte. Sie hat in Fantastic Four in einem Actionfilm mitgespielt, nachdem wir Doro zeigen. Hallo Doro. Vielen Dank. Ja, sie sieht schon richtig toll aus. Genau. Also diese Shorts ist wirklich eine süße Variante. Man kommt da nicht direkt drauf, dass es sich jetzt wirklich um diese intelligente Shapewear von Spanx handelt. Und hier unten einfach nochmal diese Laser-Cut-Technik, die ist mir ganz, ganz wichtig. Denn normale Shapewear ist ja immer unten umgeschlagen und dann
festgenäht. Und diese Nähte schneiden einfach, egal wie schlank sie sind, egal wie jung sie sind. Es schneidet unten noch mal 1 Zentimeter mehr Stoff hier im unteren ungefähr 2 Zentimeter angebracht. Das bedeutet, hier haben sie eine tolle Shaping-Wirkung im Bereich des Bauches durch diese doppelte Lage, ja, einen ordentlichen Zug drauf. Der Po wird toll angehoben. Hier eine schöne Shaping-Wirkung, aber hier unten schneidet nichts ein durch diese ganz, ganz innovative Technik von Spanx. Also ich muss sagen, ich finde die traumhaft. Und wir haben natürlich auch da wieder Ihrem Wunsch entsprechend dürfen. Du hast es ja vorhin gesagt, dass auch viele von Ihnen gesagt haben. Aber wir können es auch direkt an unserer schönen Doro zeigen. Du, meine Liebe, ich muss mal ganz kurz mit dir auf die Zahl aufmerksam machen. Unter 80 Möglichkeiten, oh. Das Angebot wird sich ausverkaufen. Schwinden wirklich jegliche Röllchen im Bereich des Bauchs oder unter dem BH. Und Sie kennen ja zum Beispiel auch solche BHs, die angenehmer zusätzlicher Halt nochmal gegeben wird. Aber eben ohne hier oben irgendwie einzuengen. Wir haben hier durch dieses mit diesem Bralleluja jetzt hier in dieser Spitzenvariante, also holla. Oh lala, ganz schön knackig. Übrigens in Haut S und M ausverkauft in Schwarz. Sie sind ganz dankbar, oder? Ganz schlanken, sehr jungen Mädchen, das nicht richtig knackig fest ist, das haben wir Frauen fast alle nicht. Und das ist das Tolle, dass es wirklich einen ganz soften Übergang schafft. Genau, also wir sehen es hier auch in unserer Doro. Aber wir haben ja was, wo wir ein bisschen kaschieren und optimieren können. So, und jetzt wollen wir Ihnen bei der Doro nochmal das Geheimnis dieser länger gestrickt, unten umgeschlagen und oben wieder angenäht. Also es schneidet nicht ein. Sie können es hier wirklich ganz schön wegziehen und es fühlt sich auch toll an. Sehr, sehr gut. So, und jetzt dürfen Sie sich davon über... Schauen wir uns bei der Doro nochmal an, wie Sie sich das jetzt im Ganzen auch vorstellen müssen mit dieser besonderen Leggings. Genau. So, Scarlett Johansson ist nur 1,55 circa und die möchten aber trotzdem ein langes Bein vortäuschen. Da haben sie sich einfach längere Leggings genommen, haben die über die Ferse drüber und daher eben dieser Trick mit dem ein Bein einfach länger ist als das andere, wenn man es jetzt schauen von vorne Sie mal jetzt, sieht, wenn Sie die Doro von vorne sehen, wie das wirklich wirkt, also was das für ein Unterschied ist jetzt bei den beiden Beinen. Ja. Noch dazu muss ich sagen, also wenn ich jetzt runterschaue, finde ich also diese Variante so in den Schuh reingetragen, das sieht irre sexy aus. Und ist auch bequem. Weil manchmal haben wir so neue Schuhe oder reiben ein bisschen hinten, das ist ganz, ganz bequem. Und obwohl wir hier wirklich eine schöne, leichte Sommervariante haben, ist es trotzdem sehr robust. Also zum Beispiel, ich habe auch einen kleinen Hund und der sitzt gerne mal ganz schön ganz auf klasse. Dem Grau. Also Constanze, ich muss sagen, die geht uns hier gerade auch weg. Ja? Da sind über 220 bereits schon bestellt und auch die, liebe Zuschauer, ist heute erstmalig so günstig für 44. Bereiche gut erklären. Hier oben haben wir wieder ein schönes mit Samt unterlegtes Bündel. Oh, da möchte ich einfach optisch das Bein ein bisschen strecken. Einfach bis über die Ferse ziehen und bis... Schlank machen, ob für den Sport, ob für den Abend, ob zum Weggehen. Sehen Sie sich das an? Leggings ist ein so legendäres Kleidung. Das sehen Sie auch so, weil auch die raucht uns hier durch die Decke. Und das auf jeden Fall, denn wir haben nur noch unter 1000 Stück 301829 die Bestellnummer. Und wir haben ungefähr 3 Bestellungen pro Sekunde. Wenn Sie Größe 44 haben, 44... Schöne Kurven, ja. Also die Kurven werden hier nicht irgendwie platt gedrückt, sondern es wird wirklich einfach alles unterstützt. Doro. Und eine merkt niemand hier wirklich, dass sie... Selbstverständlich gerne. Dankeschön, liebe Doro. Was man hier auch gesehen hat, das ist wirklich absolut...